So, hallo, hallo. Ich hoffe, es funktioniert alles. Habe jetzt auch schon länger nicht mehr über die Xbox gestreamt. Was ist dieses Fliegensymbol da oben links? Keine Ahnung. So. Dann öffne ich mir noch ein Getränk und dann geht's los. Hoffentlich hängen wir nicht wieder so ewig an einem und demselben Level wie das letzte Mal. Was war das für ein komisches Level? Das mit dem... das am Strand. Hydro Thunder Hurricane. Weil ich erstmal die anderen Spiele, die wir noch so offen haben, durchspielen will. Aber vielleicht kommt das echt nochmal. Ich habe auch gehört, dass wenn man sich eine Xbox One X kauft, dass da die Grafik deutlich besser ist und die Framerate. Also vielleicht dann mit der nächsten Konsole. Aber momentan stehen auf jeden Fall noch zwei andere Spiele sehr weit oben auf der Liste. Beziehungsweise eigentlich sind es noch mehr Spiele. Von daher werden wir auf dieses Spiel wahrscheinlich noch längere Zeit verzichten müssen. Prost! So, ja, dann gucken wir mal. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Double Driver Campaign ist. So, wir haben die Hälfte geschafft von dem Rollercoaster Lagoon. Ich glaube, wir haben generell das letzte Mal angefangen mit den Green Series. Und genau, wir haben das letzte Level dann abgeschlossen mit so einer grünen Medaille, die noch höher ist als eine Goldmedaille. Ich verstehe mal die Beschwerden über Twitch nicht. Bei mir funktioniert das irgendwie immer alles. So, na dann, ich glaube, das wird extrem schwierig jetzt. So. Okay. Na, kannst du nicht einfach irgendein anderes IRC-Programm nehmen? Im Gegensatz zu YouTube ist es doch ein normales IRC-Protokoll, oder? Sonst noch einen anderen IRC-Client. Wir probieren mal mit Silber. Erstmal wieder Strecke angucken. Au. So viel dazu. Okay, ich muss auf jeden Fall um diese Dinger rumspringen. So funktioniert das nicht. Aber mit den Autos kann man auf jeden Fall die Kurve mit Volltempo nehmen. So. What the fuck? Wie bin ich denn damit abgeflogen? Genau. Mal was schauen, funktioniert aber alles. Also man könnte es mit Volltempo nehmen, wenn man nicht so... Erstmal muss ich mich wieder dran gewöhnen. Ja, ich glaube, wenn ich das nicht mit Volltempo nehme, dann haben wir keine Chance. Das ist deutlich schwieriger, als es so aussieht. Ich hoffe, Stream funktioniert alles. Ich habe jetzt echt lange nicht mehr über die Xbox gestreamt. Und hoffe einfach mal, dass mein Setup weiterhin so funktioniert mit Capture Card und so.
Wow. Wieso kriege ich das hin, da eine 180-Grad-Drehung zu machen im Looping? Okay. Ja, komisch. Sonst, wie gesagt, guck mal, ob das über einen anderen IRC-Client geht. Ich habe das Problem nicht. Benutze momentan drei verschiedene Browser, weil ich nämlich andere Probleme habe. Wie gefühlt hat Twitch auch überall ein anderes Problem. Aber insgesamt finde ich, machen die einen verdammt guten Job, weil ja, guck dir mal die anderen Plattformen an. Hey Kaipo! Der Sound vom Game stimmt nicht. Warte mal, ich hör mal eben rein. Keine Ahnung, diesen Soundglitch, den hatten wir jetzt schon verdammt oft, aber ich weiß nicht wirklich, wo der herkommt. Ich starte mal eben die Capture Card neu. Oh, jetzt habe ich mich doppelt, ist auch nicht geil. Das will niemand. Es ist jetzt besser. Kann sein, dass er generell ganz schön leise ist. Hör den kommen. Aber es ist auch halt jetzt gerade nur so ein wummernder Bass und ich höre das hier über einen Laptop, der hat einfach keinen Bass. Aber okay, wenn es jetzt besser klingt, dann ist ja alles super. Ja, danke für den Hinweis. Joghurtschnitt mit Himbeer gekauft. Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal, habe ich ja erzählt, genau. Ich fand halt die, was waren das andere? Diese mit Zitrone oder so, was sie zuerst rausgebracht haben, die fand ich, waren ganz cool. Die mit Himbeer, finde ich, gehen gar nicht. Du sagst nicht, dass die kacke sind, du hast scheiß Twitch geschrieben. Okay. Dann klingt es bei allen, die das besser hören als ich hier über meinen komischen Laptop, dann hoffentlich jetzt auch besser. So, jetzt mal ordentlich hier. Ey, ich versteh's nicht. Man slidet so weg dann. Na, ja, das war eigentlich gar nicht schlecht. Das war ja Ear Rape. Hey, Tobe. Ja, wie gesagt, ich guck Dark Souls 3 nicht, weil... Es war ja immer so auf der Kippe, ob ich es direkt nach Dark Souls 2 spiele. Das hat sich erledigt, das ist mittlerweile in meiner Steam-Bibliothek. Das heißt, naja, und da ich's, ich habe auch schon früher Speedruns geguckt von Dark Souls 3, aber da ich es jetzt wirklich demnächst wahrscheinlich dann spielen werde, will ich mir das jetzt nicht mehr woanders angucken. Also ich weiß schon, dass man beim Speedrun ja immer wenig sehen kann, worum es geht. Aber gerade bei Dark Souls ist ja auch viel Überraschung einfach über die Welten, über die Bosse und so. Und wenn die dann nicht schon so aktiv im Gedächtnis sind, habe ich da mehr Spaß dran. Ist generell momentan schwierig zu streamen, weil irgendwie immer geiler Scheiß bei GDQ ist.
Mann, ich krieg diese Kurve nicht. Gestern beim Ocarina of Time Speedrun eingeschlafen, weil er einfach zu lang ging und es schon so spät war. Ich glaube, der ging bis 19:30 oder so und 17:30 oder so bin ich dann ins Bett. Aber wirklich unfassbar. Also jeder, der ein bisschen Ocarina of Time kennt, schaut euch mal diesen Speedrun an. Das ist der absolute Wahnsinn. 4 Stunden 15 oder so hat er gebraucht. Also keine Ahnung, wie lange er gebraucht hat. 4:20 waren angegeben. Und ich habe mal versucht, ein bisschen zu verfolgen, wie seine Route ist. Und das ist einfach der pure Wahnsinn. Gibt es irgendwie einen geilen Trick, diesen Looping zu kriegen? Ha, ich krieg den Looping, aber ich flieg danach ab. Aber auf jeden Fall interessant, wenn es jetzt eine Deathcam gibt, weil die gab es in den anderen Dark Souls-Teilen ja nicht. Da gab es nur meinen Death Counter. Oh Gott, den wir so gecrushed haben das letzte Mal. Mal gucken, ob wir es noch unter 400 schaffen. Langsam aber geschafft. Achso, es geht da noch weiter? Okay, langsam aber geschafft. Ey, so eine 0,85 Sekunden zu langsam. Und dabei war das so schlecht im Looping. What? Und ja, weiß ich gar nicht, was ich falsch mache. Und ich heb einfach nur irgendwie ab. Ich heb ab. Nom. Na, was gibt's bei dir? Ich würde tippen auf Bio-Sachen von Dance. Ach komm! Ich versteh's nicht, ich flieg da immer weg. Wieso zur Hölle fliegt man auf einmal in eine Richtung weg, wenn man in diesem Looping ist? Ich verstehe wirklich nicht, was ich falsch mache. Ich koch's auch gerade. Ich habe mich versucht, ein bisschen zu beeilen, damit ich noch zum Streamen komme heute. Und muss mal schauen, wie lange ich mache. Eigentlich hatte ich Bock, heute lang zu machen, aber ich glaube, irgendwie ab 1 oder so kommt wieder geiler Scheiß bei Games Done Quick. A Link to the Past Race oder sowas. Ist ja dann das Finale, es geht ja nur noch bis morgen früh. Mann! Das gibt's doch nicht. Pasta Putanesca, was ist denn? Come on, Bär. Hey, William!
Ich versteh's nicht. Gut genug. Platz 8 in Brandenburg. Next. Wir probieren noch mal selber. Ja, bei so sensiblen Sachen wie Neujahrsgrüßen muss ich dir natürlich persönlich die Erlaubnis erst einholen. Das ist meine Achterbahn. Gott, wie lange geht denn das? Ach, ist das so ein 3-Runden-Ding? Nee. Okay. Na komm, das kriegen wir auch in Gold hin. Das ist nicht so schwer, glaube ich. Das sind immer berühmte letzte Worte bei mir. Wir werden jetzt stundenlang hier an dem Level sitzen. Ich habe aber diesmal vor, nicht so lange Trackmania zu spielen, sondern dann noch wieder zu Beam Diana Jones zu wechseln. Um mich gleichzeitig gegen Nazis und Kommunisten zu erwehren. In Südamerika. Ach Gott, wegen 0,05 Sekunden. Fuck! Ja! Ne, Beam Diana Jones. Dieses komische Trash-Spiel, was wir mal angefangen haben, wo man am Anfang, oh, ich weiß gar nicht genau, in welchem Land das war. War das in Ägypten? Jedenfalls fängt man in der Wüste an. Findet denn da so Artefakte? Ist dann in der zweiten Station in der. Gott, Arktis oder Antarktis? Das war die Arktis, oder? Und in der dritten Station in Südamerika, dieser komische Ego-Shooter. Ist vorbei, oder? Die wollen mich jetzt beide. Be careful, ja, das sagen die mir immer, nachdem ich irgendwo gegengedotzt bin. Sehr hilfreich. Oh. Sofort gegen die Wand gedotzt. Zweimal. Mann! Quartermain, genau.
Beziehungsweise wir sind ja irgendwie Enkel von Quatermain, ne? Von dem Originalen. Ich kann mir nur immer den Namen des Spiels nicht merken. Was ist denn das? Wieso fliege ich dann auf einmal dann da weg? Alles klar, dann noch schönen Abend oder gute Nacht, William. Wie viel waren wir jetzt hinten? 0,02. Weil ich plötzlich dann da weggerutscht bin und ich weiß nicht warum. Hier, schon wieder. What the fuck? So, na geht doch. Oh. Ja, Trackmania ist gerne mal ein bisschen verrückt. Och nein, wieder der Strand. Wow. Erstmal Strecke angucken. Ganz in Ruhe. Okay. Du brauchst rechts. Dann jetzt selber. Ey, diese Kurve, ja. Das ist ja... Oh, was ist das denn für eine Strecke? Okay, für Silber reicht's. Jetzt nochmal ein richtig. Ichi! Ich krieg's nicht hin. 3, 2, 1, go!
2,8 Sekunden sind leider ganz ordentlich. Immerhin schon mal deutlich schneller als mein erster Versuch. So, wie viel fehlt jetzt noch? 2,4. Oh Gott, wir haben kaum Zeit gut gemacht. Wie soll man denn diese verrückte Kurve kriegen? Eins. So. Oh Gott, und trotzdem ist es arschknapp. Bisschen besser wird's, bisschen besser wird's. Ach Gott. Diese verdammte Kurve! Egal, gut genug. Ja! Drittbester in Brandenburg. Aber drittbester in Brandenburg. So. Try hard 2. Try harder. Well played. Dankeschön. Ja, 2,5 Minuten, das sind jetzt wieder mehrere Runden. Hoffen wir auf eine okaye Strecke. Erstmal Strecke angucken. Wow! Ey, es ist echt unglaublich, wie sich Leute so eine kranke Scheiße überlegen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist noch die Green Series, ne? Die gilt als easy to pick up. Jetzt das ist quasi der leichte Schwierigkeitsgrad. Knapp daneben ist auch vorbei.
dass ich auf dem Schild steht, beschleunigen oder bremsen. Das Liebe ist, dass die Musik sich immer so verändert, je nachdem, was gerade auf der Strecke passiert. Ach komm! Wieso ist es so schwierig, gerade auszuspringen? Weil ich immer rechts vorbeispringe, einfach ein bisschen weiter nach links springen. In Before, ich hüpfe gleich einfach wild nach links. Ah! Ach, das gibt's doch nicht! Kann doch nicht so schwer sein. Ja, super komische Strecke. Also ich liebe sie, aber sie ist schon komisch. Nein! Ich hab's noch gesagt! Platsch. Glucker. Ich geh dann mal tauchen. Macht's gut, Leute. Zumal es immer so gut aussieht und dann habe ich das Gefühl, dass ich immer weiter nach rechts drifte beim Springen. Wie kann denn das passieren? Ist ja einfach ein starker Wind oder was? Schön den Rasen rasiert. Ah. Dem Rasen kannst du halt überhaupt nicht lenken. Da schlittert man nur so durch die Gegend. Ich vergesse gerade so ein bisschen, dass es um Zeit geht und versuche einfach nur mal durchzukommen. Das war gut. Mann!
Das war arschknapp. Das hatten wir noch nie. Oh Gott, zu weit rechts, zu weit rechts, zu weit rechts, zu weit. Egal, ich probier's einfach nochmal. Aber wir werden damit keine Goldmedaille mehr kriegen. Scheiße. Ach, wieso passiert mir sowas in der letzten Runde? Weil es eigentlich eher ein Wunder ist, dass es mir in den ersten zwei jetzt gerade nicht passiert ist. Für Silber hat's gereicht. Oh Gott, noch mehr Tracks! Elf Sekunden, das sind genau die 11 Sekunden. Das ist so viel, wenn man da das normal fährt. Wo ist so ein Nom? Guten Hunger! Den holen wir doch noch ein. Oh Gott! Reicht. Gott! Ja, das war schon die letzte Runde. Keine Pizza. Also nicht to be or Pizza, sondern einfach heute nur to be. So, wir haben die Sachen alle fertig. Das heißt, jetzt geht's wieder ins Stadium. Mal gucken. Go, go, go! Immer diese Stille in den Ladezeiten. Was ist für nochmal? Panne sowieso, ne? Was ich nicht kannte. Dann musst du nach dem Essen mal schreiben, was das jetzt ist.
Oh Gott. Ey, an dieses Auto jetzt erstmal wieder gewöhnen, ne? Jetzt haben wir hier wieder so einen Rennwagen. Don't slow down, sagt er. Wie soll denn das sonst gehen? Ich weiß noch nicht genau, wie man das hier machen soll. Egal, wir werden es rausfinden. Da steht slow down oben groß auf dem Schild. Und er sagt, don't slow down. Wir fahren jetzt erstmal zu Ende hier. Gucken uns mal den Rest hier an. Wie zur Hölle soll das gehen? Die Stimme sollte man ignorieren. Ja, die will mich nur, klein machen. Nee, klar, die Stimme weiß gar nicht, wie es in mir drin aussieht. Ich brauche eine Stimme, die mich versteht. Ah! Das war doch gleich viel besser. Go. So, jetzt kann uns der goldene Heini mal vormachen, wie man das hier so richtig macht. Okay, der slidet hier irgendwie so quer rüber. Okay, so nicht. Trinkst alleine Rotwein? Na, wenn es schmeckt. Ich habe ja vorhin überlegt, ob ich mir heute Abend Amaretto in die Cola kippe. Das habe ich mir jetzt einen Radler gekauft. Also so ein Mixery-Gedöns. Boah. Ja, oder bergauf. Vielleicht kann er sich jetzt den geilen Rotwein leisten. Außerdem bist du doch gar nicht allein, Tobe. Ähnlich traurige Existenzen sind hier im Internet und lesen, was du schreibst. Ach komm! Ah, krass. Pedal to the metal, sagt er mir, während ich hier schon an der Bande klebe. Checkpoint.
Ich kann die Stimmen nicht ignorieren, Tobe. Sie reden auf mich ein. Qualitätsphosphor. Und ich zocke hier auf mein Billigphosphor. Mann! Ich kann mich immer dafür entscheiden, ein bisschen schneller zu sein, aber danach irgendwie fliege ich gegen die Wand. Oder ein bisschen langsamer. Niemand kann das. Itchy. Gesundheit. Ist mir fast wohler, wenn der Goldtyp hier vor mir fährt, damit ich ungefähr weiß, wie schnell und wie langsam man irgendwie hier sein kann. Go! Ach komm! Du musst jeden Tag Erbsen essen? What? Weil du Bock drauf hast oder weil du gezwungen wirst oder? Was ist dein Problem? Ich hasse Erbsen. Das wäre also meine persönliche Hölle. Du tust sie einfach überall rein. Okay. Also sie schmecken dir. Na dann ist ja nicht so schlimm. Du kannst schon. Ich glaube, es ist erlaubt, jeden Tag Erbsen zu sich zu nehmen. Es ist nur mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wann machen wir die Erbsen-Challenge? Wenn es dann hier den kompletten Ausverkauf gibt, Sellout-Beam, dann könnt ihr Geld spenden und ich esse Erbsen. Erbsen! Der pure Erbsen-Wahnsinn. Live bei Kaiku. Das war gut! Jetzt nur noch durchziehen. Sag ich und flieg gegen die Wande. Bande. Nicht Wande. Bande! Oh, es hat gereicht. Ach, wenn es schmeckt, das hat man doch manchmal, dass man irgendwie voll Bock hat auf so ein bestimmtes Nahrungsmittel und dann hält es irgendwie 3 Wochen und dann will man es auch nicht mehr sehen. Nee, das ist nicht das Verrückteste, glaube ich.
Ging es nicht letztes Mal noch um Hinrichtung? Wenn mich jetzt jemand fragen würde, sollte ich mich eher mit Hinrichtung als oder mit Erbsen beschäftigen? Was würde dir mehr Sorgen machen? Dann wäre, glaube ich, Erbsen okay. Oh Gott, ich muss erst mal gucken, wo es hier lang geht. Au! Wow, wo geht's denn hier lang? Jeden Tag Süßigkeiten. Ich esse echt selten Süßigkeiten, aber ich trinke viel Cola und gleicht das wahrscheinlich alles damit aus. Das war gut. Ja, auf jeden Fall. Erbsencap. Oh, ich habe mir heute so ein geiles Ginger Ale gekauft. Spicy Ginger hier von, oh Gott, wer ist denn diese Marke? Habe ich jetzt letztens erst drauf gekommen. Die machen auch so, Tonic und so. Und da gibt es halt dann das gute Zeug. Eigentlich halt hauptsächlich, um das dann zu mixen oder so. Da kostet dann halt der Liter irgendwie, ja, jetzt auch nicht viel, aber halt 2 Euro. Das ist teurer als bei den anderen Läden. Aber das Zeug ist der absolute Hammer. Nierenschaden. Ja, wahrscheinlich gilt wie bei allen Lebensmitteln, zu viel ist nicht gut. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt überlegen müsste. Ich esse ein Lebensmittel viel zu viel, was dann wenigstens schädlich, dann wäre wahrscheinlich Erbsen ganz schön weit oben. Im Krankenhaus, im Beamstream. Bist du neben irgendwelchen Kettenrauchern und irgendwelchen Leuten, die jeden Tag zum Frühstück 3 Spiegeleier essen, weil du Erbsen gegessen hast? Oh, das sehe ich manchmal überhaupt nicht, wo es hier lang geht. Fuck! Das war so verdammt gut. Wer kennt es nicht? Erbsenvergiftung. Ich glaube auch, dass Ärzte sich da eher kaputt lachen und bestimmt schon viel. Ausschließlich bisher Sachen gehört haben, die deutlich schlimmer sind als zu viele Erbsen essen. Ja, ich denke auch.
Mann! Du musst es umgekehrt machen. Du musst erst Erbsenaktien kaufen und dann ganz viele Erbsen. Bei so hoher Nachfrage steigen die Preise wahrscheinlich enorm. Erbsenspekulant. Das ist schon ein Erbsencoin. Fuck. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wirklich. P-Coin. Ach man. Ich, das gibt's doch nicht. Mehr als 200 Liter am Tag. Ja, gibt ja auch viele Leute, die viel Konfekt oder so essen und dann auf große Mengen kommen. Ui! Rare Achievement! Ja, hatte ich doch aber vorhin schon. Wie verspätet kommt denn bitte dieses Achievement? Naja, aber ich meine, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen, die ungesund sind, ist wahrscheinlich zu viel Milch noch halbwegs vertretbar. Das gibt es nicht! Na, ich nehme viel Milch zu mir wegen Kaffee, aber ich glaube, so viel ist es nicht. Das würde mich, glaube ich, wundern. 200 Milliliter ist schon relativ viel. Wobei, das könnte ungefähr hinkommen, das ist ungefähr 200 Milliliter. Aber dann bin ich ja noch in der Grenze. Aber wie gesagt, vergleich das mal mit dem, was man, wobei, wo Salz irgendwie, wo da die Grenze ist und wie viel da die Leute zu sich nehmen und so. Ich glaube, da ist ein bisschen über dem Milch-Dings sein schon. Ah. Oder bei dem Mixery, was ich gerade trinke. Ey, ich krieg's nicht hin mit diesem blöden Auto. Ja.
Mann! Ich verstehe diese Kurve nicht. Ja, bei den Bio-Sachen bin ich leider einfach zu arm. Da würde ich gerne deutlich mehr kaufen, aber das kann ich mir einfach nicht leisten. Das geht doch nicht. Für mich gibt es immer diese Weidemilch, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das ein Unterschied ist zu normaler. Da steht mir irgendwie drauf, dass so und so viele Wochen im Jahr die halt irgendwie auf einer Weide stehen. Mindestens. Ich versuche immer ein bisschen abzubremsen, um die Kurven besser zu schaffen. Aber dann überholt mich dieser Goldtypi schon dauernd. Klumpen in der Milch, okay, das würde ich glaube ich sehr eklig finden. Ist vielleicht auch Gewohnheit. Oh Gott, das hat gereicht, obwohl ich da so in die Bande gecrashed bin. Nee, ich kann darauf verzichten. So. Ihr mögt dann bestimmt auch bei Pudding und Milchreis die Pelle oben. Sehr gerne. Nee, was das angeht, kaufe ich ganz normal im Supermarkt kaum. Ohne irgendwelche komischen Klumpen. Wo soll man denn da bitte lang? Der Pudding ja, bei mich weiß nicht. Schmeckt nicht echt kreativ, ja super. Wirklich unglaublich gut. 3, 2, 1, go!
Klingt so ironisch, wenn ich das sage, aber ich meine es ganz ehrlich. Ich krieg's zwar gerade jetzt hier noch nicht hin, aber super geiles Streckendesign. Okay, wir fahren erstmal so durch. Ja. Was haltet ihr von Kaffeesahne oder Kaffeeweißer oder was es da alles gibt? Ich mache ja manchmal gerne ein bisschen süße Sahne in den Kaffee, wenn ich den mit Zucker trinke, und dann ist es mehr wie so ein Dessert. What the fuck? Wie schnell ist man bitte hier unterwegs? Haha, wie geil. Das Rezept deiner Pasta. Das Rezept deiner Pasta ist ein YouTube-Video. The Taboo Tale of Puttanesca Pasta. Frankie's World, okay. Da irgendwo so eine geile zusammen. Ich glaube, ich bin da altmodisch. Ich mag das manchmal so einfach als Text. Aber alles klar. Extrem selten Kaffee. Ich trinke ja sehr, sehr viel Kaffee. Mindestens 2 Pötter am Tag. Uhr sieht man es, ja, aber es sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht. Ist halt irgend so eine Soße. Mit irgendwie Oliven, Tomaten und... Jo. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ja, vielleicht fasse ich es gerade falsch zusammen, aber ich glaube, ein Kumpel von mir verzichtet gerade völlig auf Kohlenhydrate. Also im Grunde halt immer auf die Beilage. Aber ich mache mir um sowas nicht allzu viel Gedanken. Ich weiß schon, was ich zu mir nehme, was ungesund ist und was nicht. Und versuche das ein bisschen zu reduzieren, aber... So im Großen und Ganzen esse ich das, was mir schmeckt. Ganz simpel. Ah, cool. Was waren nochmal Anchovies? Ich esse irgendwie... Ich kenne es irgendwie nur aus amerikanischen Serien, dass sie das da immer auf Pizza machen. Eine riesige Brezel. Wie der komische Silberheinz hier noch an mir vorbeisportet. Sardinen, okay. Ja, ich glaube, da könnte ich drauf verzichten. Kapern finde ich super.
glaube, ich habe mir irgendwann mal eine Pizza damit bestellt und die war irgendwie einfach nur salzig. Oh Gott, das ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre. Oh Gott. Zehn. 12 Jahre oder so. 20 noch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Na, ich kaufe ja immer diese Currypasten und so. Und ich glaube, da ist sowas auch drin für den Geschmack. Ja, diese Currypasten immer so geil. Ach komm! Aber wenn ich es nachkochen würde, würde ich es auf jeden Fall weglassen. Ach komm, ey, wie ich immer rechts oder links irgendwo hängen bleibe. Die sind das Wichtigste am Ganzen. Na gut. Vielleicht muss ich es da mal ausprobieren. Ein Viewer-Koch-Treffen. Ihr seid ja alle so weit weg. Das gibt es doch nicht. Ich wohne in Cottbus, ja. Und ich hätte hier leider auch nicht wirklich Platz. Also mit Treffen wäre kein Problem, mit hier übernachten ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Und hier kochen ist auch schwierig, leider. Hey, Foxy. Zwei Gläser Rotwein. Okay, die Xbox meint, ich habe nicht Foxy begrüßt, sondern Bing. Dankeschön, Foxy. Genau das wünsche ich dir ebenfalls. Ach Mann! Und rast direkt gegen den nächsten Pfeiler. Ich würde sagen, wir machen das Level noch und dann wechseln wir das Spiel. Oh Gott, wir haben noch nicht mal Silver Medal. Ja, wir haben gerade geklärt, dass es eine Erbsensucht gibt.
Beziehungsweise sie hat es uns gestanden. Ich hasse dieses Auto. Anonym Erbsen. Mann! Wie soll man denn bitte diese Kurve kriegen? Okay, wir haben mal endlich dieses Level einmal zumindest durchfahren können. Nee, ich glaube auch nicht, dass es so ernst ist. Vielleicht isst du einfach gerne Erbsen. Das ist in Ordnung. Don't give up, ich versuch doch gerade. Don't give up, wer redet denn von aufgeben? Hey Sue! Du wunderst dich wahrscheinlich gerade, warum ich auf deine Nachrichten nicht antworte. Das ist der Grund. Kalpo ist erbsensüchtig. Und außerdem fahre ich dieses Rennen. Ja. Wie soll man denn diese Kurve schaffen? Nicht wild und verrückt. Ja, ich glaube auch, da könnte man doch auch eine Staffel Grey's Anatomy draus machen oder sowas, ne? Erbsensucht.
Ich will gar nicht schneller sein als er da vorne, ich will nur schneller sein als mein eigener Geist. Erstmal, also quasi mich erstmal verbessern und dann nach und nach zu dem aufschließen. Oben rechts seht ihr, wie viel Zeit ich aufholen muss, um das zu gewinnen. Das gibt's doch nicht. Ich krieg ja nicht mal den Anfang noch hin. Bisschen Konzentration. Ich versuch's! Aber ich höre immer diese Stimme, die mir sagt, stay focused und mich ablenkt. Ah. Wieso dröhnt dir der Schädel? Hast du nicht geschrieben, du hast jetzt Alkohol getrunken? Dann dröhnt einfach am nächsten Tag der Schädel. Aber ja, ich wollte eigentlich sowieso das Spiel wechseln, nachdem ich diese Strecke hier geschafft habe. Und eigentlich sollte das auch im Bereich meiner Fähigkeiten liegen. Wieso mache ich denn so eine Scheiße? Egal, das war schon mal besser als mein bester Versuch bisher. Ja, beim Beach, wir alle erinnern uns, das war schlimm. Guck mal, die Zeit, die ich aufholen muss, wurde jetzt schon halbiert. Itchy! Das sind übrigens noch die einfachen Strecken.
Eventuell bei den schweren werde ich dann nicht mehr versuchen, Gold zu schaffen, sondern nur noch Silber oder so. Damit wir überhaupt noch vorwärts kommen. Rotweinstream. Hey Nikros, welches Indie-Spiel? Na, das ist kein Indie-Spiel, aber das, was wir schon mal gespielt haben. Mit Beam Diana Jones. Der eigentlich Quartermain heißt. Wo wir gegen Nazis und Kommunisten kämpfen. Weil schon mehr oder weniger durch sind. Wo man erst in der Wüste ist, dann in der Arktis und dann in Südamerika. Achso. Also es ist nicht wirklich ein Indiana Jones Spiel, sondern es ist das Spiel, was wir hier schon mal gespielt haben. Genau, Foxy, unerhört. Ich krieg's aber gerade echt nicht mehr hin. Ja, mit zwei Gläsern Rotwein, ganz ehrlich, ich merk's, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nach dem Radler hier schon nichts mehr hinkriege. Also, kann man jetzt überlegen, ob es am Radler liegt oder an mir. Aber bei solchen Spielen ist es echt sofort vorbei. Genau. Wieso kriege ich denn diese Kurve schon nicht mehr hin? Beam kriegt die Kurve nicht. Wie heißt das Spiel? Ich kann mir leider nicht merken, wie das heißt. Da kamst du letztes Mal ganz am Schluss zu Kaipo, wo wir dann in Südamerika waren, relativ spät nachts. Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. So ein Ego-Shooter. Wobei Quartermain nicht Archäologe ist, sondern halt so ein klassischer Abenteurer irgendwie. Ach Gott.
Ach Mann, wieso krieg ich denn das nicht hin? Immerhin bester Versuch bisher. Also auch wenn es nicht so aussieht, es wird besser. Prinzessin auf der Erbse. Alles klar, viel Spaß, Alex. Das kann doch nicht sein. Finde immer so krass, wie die Strecke von oben aussieht, weil man kann die ja wirklich mehr oder weniger komplett überblicken. So verrückt. Als Motivationsboost. Ah, ich weiß nicht. Will keine Pause machen. Auch hier wieder bester Versuch. Den optimalen Zuckerspiegel. Na, ich trinke ja hier schon so ein Cola-Gemisch. Und ordentlich süß ist das bestimmt auch. Bei Bier und so müssen die immer nie eine Inhaltsangabe machen. Auch bei Biermischgetränken nicht. Da steht nicht drauf, wie viel Zucker drin ist. Bestimmt nicht wenig. Wie bei Bändern und mit Cola. Ich weiß nicht, mögt ihr so Biermischgetränke? Ich habe sogar noch ein zweites im Kühlschrank. Also kein Mixery, aber ein Biermischgetränk. Nein.
Du bleibst zu deinem Rotwein. Dreckige Bier. Genau das, was Foxy mag. Ah, sehr gut. Malzbier mag ich auch. Dieselbier und Dieselcola ohne Zucker. Oh Gott. Das ist ja das Schlimmste, was ich je gehört habe. Neben der Erbsensucht. Nee, ich trinke ganz gerne gutes Bier und ich trinke auch ganz gerne gute Cola. Und ich mag diese ganzen Süßstoffe überhaupt nicht, die die in die zuckerfreien Getränke reinmachen. Also dann würde ich lieber gar keine Cola trinken. Wie heißt das? Aspartam oder so? Da gibt es irgendwie 1000 verschiedene Süßstoffe, ich mag die alle nicht. Ja, auf jeden Fall. Aspartam und Xylit. Na, Xylit finde ich geht. Xylit machen die aber nirgendwo so rein, weil Xylit ist arschteuer. Aber Xylit finde ich eigentlich ganz cool. Aber es ist halt den Herstellern viel zu teuer, das ist nirgendwo drin. Und Aspartam finde ich furchtbar. Und ich bin auch jemand, der generell diese ganzen Nachmachprodukte irgendwie... Es gibt ja auch hier von Snickers und Twix und Mars und keine Ahnung was, gibt es ja auch 1000 Nachmachen. Und ich finde auch, die sind alle ganz furchtbar. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach das Originalprodukt zu sehr gewohnt bin und dann den Unterschied zu stark sehe. Aber ich finde, das geht alles nicht. Dann verzichte ich lieber auf meinen Snickers, wenn es sowieso nur das... Weiß ich nicht. Also gerade wenn man so ungesunden Scheiß zu sich nimmt, dann doch wenigstens welcher, der schmeckt. Sonst kann man sich's echt sparen. Boah. So, jetzt nochmal lesen. Die Little Fake Cola schmeckt voll fast ein bisschen identisch, genau. Die Mini-Milchmäuse aus dem Aldi. Ui, going the distance. Drive to 100 km on each environment. Geil. Nee, die Nachmachen, die spare ich mir alle. Zumal halt gerade Cola echt nicht teuer ist. Was kostet original 1,5 Liter Cola 1 Euro oder so? Klar kann man da nochmal 40 Cent sparen, indem man die Version kauft, die nicht schmeckt, aber weiß ich nicht.
Seht ihr, und ich habe heute mal das geile Ginger Ale gekauft, wo die 1 Liter Flasche 2 Euro kostet. Da ist so ein Cola-Preis ja mit gegen. Wie soll man um diese Kurve kommen? Reicht's? Es reicht! Ja! Nicht so mehr. Reis oder Toast? Ja, das, also bei Toast würde ich dir zustimmen. Bei Reis, finde ich, schmeckt man es auch ganz deutlich. Wenn du irgendwie den geilen Reis kaufst, dann ist er schon deutlich anders. Na gut, 2 Euro pro Kilo geht vielleicht noch, aber wenn du halt wirklich den billigen kaufst, finde ich, ist es immer ganz... Also ich kaufe den auch manchmal, aber... Ich finde, bei Reis schmeckt man schon einen Unterschied. So, ja, wir sind durch. Ich befreie euch. Und wir spielen das nächste Spiel. Damit haben wir... Wie viele Strecken heute geschafft? Immerhin 8 Strecken. Das geht doch. Ich habe keine Ahnung, was diese Fliege oben links zu bedeuten hat. Die war doch noch nicht immer da, oder? Rote Fliege? Also ich denke mal halt 12 Euro pro Kilo ist schon extrem. Ich denke mal, es ist bei allen Bereichen so, dass wenn man dann die sehr teuren Sachen kauft, dass die Unterschiede dann oft verschwindend gering werden. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so teuren Reis gekauft. So.